6,09 Euro. Nein. Nein, 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 nein. Das Teil kostet doch keine 7 Euro. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab, Sportsfreunde? Und herzlich willkommen zu einem dönergeladenen Video. Habt ihr schon mal Döner tiefgekühlt probiert, beziehungsweise einen Fertigdöner im Supermarkt geholt? Ich hoffe, eure Antwort lautet nein, weil dann seid ihr echte Psychoschweine. Also, wer das macht, keine Ahnung wieso, weshalb. Es gibt genug Dönerbuden, wo man sich frischen Döner holen kann. Aber für alle, die darauf Bock haben, die können sich jetzt den Aufbackdöner holen. Der Aufbackdöner. Holle hat ihn getestet. Ich habe das irgendwo auch, ich glaube auf TikTok oder irgendwo so gesehen. Ich bin sehr gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Ob das Ding was kann und wie geht das bitte mit dem Gemüse? Also, hast du dann da warmes Gemüse drin? Ich weiß, es gab mal einen Döner aus der Dose, den wollte ich eigentlich bei meinem Dönerton auch probieren, aber der wird nicht mehr verkauft, der wurde dann eingestellt. Keine Ahnung, wieso. Ja, gucken wir mal, wir gehen rein. Ich habe jetzt extra nochmal die Kamera angemacht, mir egal auch, ob das Auto zu lang ist, weil mir eine Sache maximal am Herzen liegt. Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Von mir zu Hause mal wieder. Ich freue mich. Ich habe Bock auf diese Zuhause-Videos gerade. Bocken mich. Wir testen den Aufbackdöner. Wenn ich mich nicht täusche, bekannt durch Galileo. Und da waren mehrere Dokus, wo dieses Ding so berühmt geworden ist. Also ein Typ hat gesagt, ich möchte jetzt einen geilen Döner für zu Hause machen. Der muss fetzen. Und den habe ich mir jetzt organisiert. Kuss auch nochmal an Evanio, weil ich wollte ihn schon längst testen. Evanio hat ihn gefunden, auch schon ein Video gemacht. Check das gerne ab. Und ich habe hier, oh, nicht, dass ich hier jetzt irgendwas Verbotenes im Kühlschrank drin habe. Der ist auch für, nicht für einen Tiefkühler, sondern... Was? Nicht, dass ich jetzt irgendwas Verbotenes... Was könnte man Verbotenes im Kühlschrank drin haben? Für den Kühlschrank einfach. Gekühlt, nicht tiefgekühlt. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Guck mal, ich habe extra alles sauber gemacht für uns. Da ist der Kollege. Dönerback von Alsato. Alsato, glaube ich. Die Dönerrevolution, 450 Gramm. Ich muss noch mal gucken. Es ist mit Hähnchenfleisch. 28%. Oh, bitte mach jetzt keinen Ärger, dass da so viel Scheiße drin ist. Achso, nee, wir haben ja auch Brot und so. Ne? Ich dachte gerade, Scheiße, ey. Salz, Zucker, Gewürze, Geschmacksverstärker, Pflanzöl, Säureregulator, Stabilisatoren. E621, E262, E450, E451. Gewürzextrakt, Pflanzöl, Weizen, Fladenbrot. Also das macht mich sehr stutzig, Leute. Sag ich euch ehrlich, viele Scheiße drauf, was drin ist. Aber ich habe auch hier eine Verantwortungspflicht. Und beziehungsweise mir selber ist es sehr wichtig, gerade privat. Es ist Salz, Zucker, Gewürze. Ach so, nee, nee, okay. Ich habe schon Angst gerade gehabt. Ich habe schon, das sind die Inhaltsstoffe vom Hähnchenfleisch. Ich dachte gerade Salz vor Brot noch, weil oben steht ja immer das, was die größte Menge hat. Okay, aber das Fleisch ist, boah, wild, Leute, was da alles drin ist. Also nur für euch auch mal. Manche wissen es vielleicht gar nicht. Fleisch muss nicht diese ganze Scheiße enthalten. Du kannst Fleisch einfach so servieren. Du kannst auch eine Wurst, eine normale Wurst, Salami, ob Rind, ob irgendwas anderes, da muss kein Mist rein. Du kannst es so anbieten. Gibt ein paar Nachteile. Fleisch verfährt sich schnell bei Salami ohne die Trüffelsalz, blablabla. Aber das ist schon wild, ne? Und anders sieht es bei dem Döner da draußen auch nicht aus. Jeder muss sehen, wie er Bock hat. Aber einfach meine ehrliche Meinung jetzt mal. So privat würde ich mir den niemals reinpfeifen. Aber für euch mache ich das. Das ist das Gute an meinem Job, dass ich da auch eine Ausnahme machen kann. Jetzt gucke ich mal Zubereitung. Vorbereitet im Backofen. 18. Bisschen. Ich werde es auf beide zubereiten. Machen. Weil zum Schluss merke ich einfach bei... Das ist richtig süß übrigens. Holle ist jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier sitze, auf dem Weg zu mir nach Hause mit seiner Family, sitzt im Auto, fährt durch Deutschland, macht einen Zwischenstopp und kommt morgen dann zu unserer Hochzeit vorbei. Diesen Tiefkühlgeschichten. Es ist ein ganz schmaler Grad. Auch du machst eine Pizza, hast nur einen Versuch und du merkst danach, irgendwie holst ein paar Tage später, habe ich letztes auch gehabt, das Produkt und veränderst die Zubereitungsweise. Es ist manchmal ein Ding von 30 Sekunden, 60 Sekunden, etwas länger vorgeheizt, etwas weniger vorgeheizt und das verändert das Ergebnis ganz krass. Da ein gutes Ergebnis bei einem Versuch und das Perfekte zu kriegen schwer, aber wir machen zwei Zubereitungsmethoden. Einmal Ober-Unterhitze, einmal Umluft. Das finde ich auch noch sehr lustig. Dann steht da, ohne künstliche Konservierungsstoffe. Ich muss da einfach meine offene Meinung zu sagen. Ne? Ich finde das auch wichtig. Viele denken ja auch einfach nicht drüber nach. Aber das ist für mich so auf dem Möchtegern wieder gesund. Du guckst so drauf, ich könnte wetten, das wird mich wirklich, wirklich persönlich brennend in den Kommentaren interessieren. Wer von euch guckt überhaupt auf die Zutatenliste? Ich habe es früher, ich habe es 25 Jahre, glaube ich, nicht gemacht. So, und dann siehst du vorne, ohne künstliche Konservierungsstoffe. Das liest du. Und denkst dir erstmal, oh geil, das ist ein gesundes Ding und so. Wenn du hinten drauf guckst, dann kriegst du einen Schlag. Also wir warten jetzt erstmal, das Ding muss vorheizen. Boah, bin ich gespannt. Aber am Ende des Tages, Leute, zum Schluss kommt meine geschmackliche Bewertung. Und wenn die reinknallt, ist so wie es ist. Vielen ist es völlig egal. Und das muss man akzeptieren. Das ist eine Meinung. Man hat weniger Kopfschmerzen dadurch, wenn man nicht immer auf alles achten muss. Sehr fertig zu würfeln im Backen. Okay, verstehe. Also Holle beschwert sich quasi hier, dass das Ding zu verarbeitet ist, dass da künstliche Geschmacksverstärker und so weiter und so fort drin ist, anstatt dass man das halt einfach so ein bisschen natürlicher lässt. Geil, let's go. So, während wir warten, inspizieren wir das Ding mal. Wir inspizieren das jetzt mal. Wir müssen warten, bis der Backofen aufheizt. Wir gucken einfach mal so, wie das Ding aussieht überhaupt. Oh, weiß nicht, schneide ich das jetzt schon einmal auf? Oh, nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Dann doch machen wir das gleich. Wir gucken uns das mal erstmal einmal an nochmal. Ausgepackt. Riecht schon gut, hatte echt schon gut Döner-Vibes.
Aber diese Tiefkühldinger, ne? Ich habe das letztens gemerkt, ich habe irgendwas anderes Tiefgekühltes noch gegessen, ich weiß nicht was. Die haben irgendwo alle so einen gleichen Geruch. Es gibt auch so Fertigschnitzel. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Die schmecken so, wie das Ding hier riecht. Haargenau, das sind Hähnchen, Fertigschnitzel, kannst direkt essen, gut und günstig, was auch immer, was das war. Schmeckt so, wie das hier riecht. Wo sind, was kostet das Ding? Was hat er dafür gezahlt? Das ist wie so ein großer, nicht Tortellini. Doch, also, oder so. Weil wenn das Ding, also über 4,50 kann der nicht kosten, wirklich. Dann kauft ihn doch kein Schwein. Gedämpfte Teigtasche. Hey! Oh Mann, Mutter, schreck mich doch nicht so, ey. Mann, Bruder. Ist eigentlich jedem scheißegal, was es gibt doch diese Teigtasche. Die gibt es auch Mante, wenn ich jetzt nicht alles täusche, denn Mante. Welche Teigtasche noch immer. Ob der schmeckt, Leute, ey. Uiuiui. Das auch noch mal kurz für euch. Ich gucke mir bei so einem Video, wenn es nicht gar nicht anders geht, Videos von anderen Leuten nicht an, damit ich unbeeinflusst bleibe. Denn einfach nach Optik, so wie ich ihn auch sowieso machen würde. Oha, aufgegangen ist er mir. Guck, der ist mir direkt aufgegangen. Soll das? So sieht er aus. Leichte Bräunung. 6 Euro. Nein. Das Teil kostet doch keine 7 Euro. Du willst mich doch komplett flachsen, Alter. Wer zahlt dafür 7 Euro, dafür kriegst du doch einen frischen Döner bei der Dönerbude deines Vertrauens. Junge, es gibt wirklich, in jeder Ortschaft gibt's Döner. Und ich würde sagen, selbst wenn du echt nicht den geilsten Döner hast, wird der mindestens so gut wie der hier schmecken. Safe doch nicht schlechter. Sie den Rotkohl durch sogar. So, wahrscheinlich ist das so eine Selbstmordaktion, dass ich da gut reinbeiße. Puh, komm, Holly, trau dich. Der Deckel löst sich ab, das ist wahrscheinlich so gewollt, denke ich mal. Lustig, ey. Gar nicht mitgerechnet. Das erste, was ich gespürt habe, war so Suppengemüsecharakter. Ist richtig brühig. Guck mal, das tropft ja auch schon runter. Ordentlich fertig. Erster Geschmack, richtig dieses Gemüse im Mund gehabt, aber so, wie gesagt, wie vom Suppengemüse. Aus der Suppe? Ja, so ein bisschen brühig. Wisst ihr, so ein bisschen brühig. Geil. Brühig, ja. Ein sehr intensiv vom Geschmack. Also bestätigt so die Geschmacksverstärker, die drin sind, wahrscheinlich auch nicht wenig, aber schon intensiv vollmundig. Das muss man dann halt eingestehen. Angenommen, ich hätte jetzt nicht drauf geguckt, hätte es nicht gewusst. Schon gut. So, ne? Also unabhängig vom Brühegeschmack, jetzt was auch immer, wie ist mein erster Eindruck? Schmeckt gut. Ganz schöne Kruste, also. Sehr dünnes Brot, viel Inhalt. Daher fehlt der Dönercharakter allerdings komplett. Soße durch die Gewürze, beinahe so ein Touch von. Irgendwann mal so eine Soße gegessen mit, einfach eine Joghurtsoße mit Chili verfeinert. Oder Paprika, ich weiß es gar nicht genau. Hab mich gerade daran erinnert, fand ich gar nicht schlecht. Von meinem Jugenddöner damals war das. Viel länger hat er nicht gedurft. Was sagt, von meinem Jugenddöner damals? Viel länger hätte er auch nicht gedurft, ja? Saftig, Soßen halt gut, würde ich sagen. Nicht irgendwie zu saftig. So gerade bei so einem Fertigprodukt ist ja auch sehr wichtig, wie ist das Mundgefühl. Das ist viel Gemüse, ich vermisse den Fleischgeschmack, aber vom Soßenhalt zum Beispiel angenehm. Und was ich bei den Geschmacksverstärkern immer interessant finde, das habe ich eigentlich nur bei chinesischem Essen, wenn ich chinesisch irgendwo esse oder asiatisch eher gesagt. Kopfschmerzen. Das ist dieses Umami-Feeling, ist einfach intensiv, aber du weißt manchmal gar nicht, was es ist. Dementsprechend wird dir halt eine Illusion vorgelebt. Und so erlebe ich auch den Geschmack hier. Kann ja auf die Zutatenliste gucken. Ich weiß, das ist nicht drin, aber es schmeckt zwischendrin nach Pilzen. Ich hätte wetten können, ich habe Sellerie im Mund gehabt. Alles nicht der Fall. Und diese Geschmacksverstärker pushen schon diese Geschmäcker krass und es führt teilweise zu einer Illusion. Ich zeige euch auch gleich nochmal einen Querschnitt von dem Döner, bevor es gebacken wurde. Und das erstmal so ein bisschen diese Fleischwürzung durch. Ich habe das Fleisch kaum gemerkt, man merkt das auch kaum im Biss. Aber die Würzung vom Fleisch, diese typische Hähnchenwürzung, hat man eben gemerkt. Das liegt nicht am Döner, sondern an der Zubereitung von mir. Er ist innen zwar warm, aber nicht so richtig dieses Heiße. Also es ist, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, oh, wenn ich jetzt noch einmal reinbeiße, erwische ich eine kalte Stelle. Was nicht passiert ist und es wird auch nicht passieren, aber ich will den gerne so richtig heiß von innen haben. Wir nehmen jetzt noch den letzten hier. Einmal schnell, Kurzdurchlauf aus Ober- und Unterhitze. Finde ich bei dem Ofen hier bei mir sowieso meistens besser und guck einmal da nochmal das Ergebnis. Dann kriegt ihr Gesamtfazit. Da, den gucken wir uns jetzt noch einmal an. Er hat sich noch einen zweiten gekauft, Alter, der ist doch echt pervers. Also nochmal zum Preis auch einmal, ne? Wir werden das jetzt hier mal einmal durchschneiden noch. Wir wollen uns den mal so angucken, ungebacken, einfach mal interessehalber. 450 Gramm wiegt das Teil aber. Das ist tatsächlich mehr, als der normale Döner wiegt. Die meisten Döner wiegen um die 400 Gramm. Preis übrigens, ich habe jetzt mal geguckt, ich will mal schauen, nach Möglichkeit will ich auch mal den Preis einfließen lassen. Ich sage euch ehrlich, da bin ich einfach kein Experte. Also nicht einfließen lassen die Bewertung, Geschmack ist immer bei mir unabhängig bewertet, solange ich mich imstande bin, eine Bewertung abzugeben. Aber irgendwie was dazu zu sagen, muss aber euch direkt sagen, ich bin ja kein Preisexperte. Also ich habe seit je Zeiten, seitdem ich irgendwie einigermaßen Geld verdient habe, habe ich bei Lebensmitteln auf den Preis geschissen. Und ich bin niemand, der viel Geld ausgibt, ich bin auch niemand, der ultimativ reich ist oder sonst was, aber trotzdem beim Essen gucke ich nicht auf den Preis, ich hole das, was ich geil finde. Dafür spare ich an anderer Stelle. Deshalb bin ich da nicht so ein guter Mann. Das wollte ich nur sagen. Ich versuche das mit einzubeziehen. Ist, würde ich sagen, bei mir ähnlich, glaube ich. Also ich schaue schon immer auf den Preis und wenn ich sehe, dass Sachen im Angebot sind, dann kaufe ich die tendenziell schon nochmal eher und sowas und ich verfolge auch die Preise ein bisschen, wie es entwickelt und wird es teurer, günstiger, aber ich kann jetzt von manchen Sachen, also ich kaufe halt seit
ja, seitdem ich mein eigenes Geld verdiene, so mäßig halt, wenn es finanziell ausgeht, halt am liebsten nur im Biomarkt. Da sind die Sachen halt eh schon mal teurer als im Supermarkt. Wobei auch nicht alles, kann man so pauschal auch nicht sagen. Also ist auch ein Irrglaube teilweise. Aber ja, es ist jetzt für mich, ist Essen kaufen jetzt nichts, wo ich sage so, ja, ey, ich habe jetzt 50 Euro Budget und ich muss jetzt für 50 Euro für eine Woche da was holen, sondern ich gehe in den Supermarkt oder im Biomarkt, wo ich noch immer, wo ich was zu essen kaufe und das, was ich will, das kaufe ich mir und dann schaue ich, was es am Ende kostet und das vergleiche ich dann mit dem Einkauf von letzter Woche und am Ende des Monats schaue ich halt, ob genug Geld übrig geblieben ist oder nicht. So, nach dem Ding, also, wie er auch sagt, so ich renne zum Beispiel den ganzen Tag in Gymshark-Sachen rum, man spart an anderen Sachen, ich gehe in die Feiern und so weiter. Also jeder hat halt einen unterschiedlichen Lebensstil, man kann das nicht vergleichen. Jeder arbeitet unterschiedlich viel und manche haben mehr Glück, manche weniger Glück, dass sie mehr und weniger verdienen oder vielleicht auch Talent oder was auch immer, da fließen sehr viele Faktoren rein. Sagen wir einfach mal so, jeder hat unterschiedlich viel Geld zur Verfügung ausgrund verschiedener Faktoren, manche erben, manche nicht, was auch immer. Ja, kann man so auf jeden Fall unterstreichen. Ich glaube, wenn man es sich leisten kann, dann ist es ein sehr großer Luxus beim Essen, nicht aufs Geld gucken zu müssen, weil das halt einfach was ist, was Spaß macht, auch einzukaufen und was auch, ja, einfach geil ist. 6,99 kostet er. Das ist nicht wenig. Es gibt Döner, frische, die günstiger sind natürlich. Junge, das ist wirklich geisteskrank widerlich. Interessant, ey, hat sehr gut geklappt. Guckt euch das mal an hier. Also schau mal, da ist einfach wirklich nur Blaukraut drin. Hier ganz vereinzelt ein paar Salatblättchen. Hier ein bisschen die Soße und hier Hähnchenfleisch, Hähnchenfleisch. Also, nee, fühle ich jetzt gar nicht. Was ist denn hier los überhaupt? Das ist fein strukturiert hier. Ja, Fleisch. Also wenn man, ist oben Fleisch? Ist oben auch Fleisch? Oben ist Fleisch. Ich weiß gar nicht, wo jetzt überall Fleisch ist. Was? Ah, jetzt guck mal, was ich für ein Mann bin, Alter. Ich hab Hände aus Stahl. Alter, satt doch. Noch zwei, drei Bissen, dann gucken wir mal, ob das hier einen Unterschied macht. Das scheint echt hier überall wie ein Deckel angebracht zu sein. Da sieht man das Fleisch. Mal das Fleisch so probieren. Das sieht man nach diesem 0815 Dönerfleisch aus, was man so im Fertigspieß kaufen kann. Also es wird jetzt keine Vollkatastrophe sein. Schmeckt nach nichts. Wirklich nichts, nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch mal hatte, war, dass die Kräutersoße richtig durchkam. Aber einen Unterschied macht das nicht. Bewertung drüben. Also meine Bewertung, ich sitze hier 30 Minuten und es ist gefühlt meine 8. Bewertung, aber ich gebe euch jetzt meine Herzensvariante mit auf den Weg. Ob ihr sie gut findet oder nicht, aber es ist meine Herzensvariante der Bewertung. Erstmal ist das Produkt lecker, es ist absolut lecker. Es ist wirklich ein leckeres Produkt. Erinnert es an einen Döner, an einen normalen Döner? Nein, es hat komplett seinen eigenen Touch. Es hat nichts mit einem normalen Döner zu tun, das sei gesagt. Was für mich aber Herzensvariante ist und Botschaft an euch, für mich ist ein gutes Produkt, ein Produkt, was von seiner Grundsubstanz, von seinen Komponenten und Lebensmitteln einfach ein geiles Produkt darstellt. Die einzelnen Komponenten müssen einfach hochwertiger Natur sein und einen geilen Geschmack mitbringen, sodass diese Ferhat. Denke ich sofort an Ferhat. Ferhat-Döner, bestes Beispiel. Biofleisch, gute, hochwertige Zutaten, ohne großen Schnickschnack, alles pur und einfach durch die Qualität bestechen. Das Produkt einfach für sich geil ist, weil es geile Lebensmittel sind, die geil schmecken. Die schmecken einfach geil und deshalb ist dieses Produkt gut und schmeckt gut. Und bei diesem Produkt ist es einfach so, dass man merkt, dieses Produkt ist maximal gepusht durch Geschmacksverstärker, Gewürze und man muss sich die Frage stellen, das sollte man immer machen, das lege ich euch auch ans Herz, wie würde das schmecken ohne diese ganzen Zusatzstoffe, E-Nummern etc. Und da komme ich auf den Schluss, dass es mit Sicherheit überhaupt nicht gut schmecken würde. Ne? Und das finde ich erstmal so ein Produkt fragwürdig. Aber bei meiner Bewertung, die ich euch jetzt nennen werde, werde ich alles das ausblenden, einfach nur den Geschmack bewerten. Und der war, wie gesagt, gut. Es war eine Gemüsetasche, du hast diesen Geschmacksverstärker-Kick gemerkt, es war lecker, es war vollmundig. Der Fleischgeschmack hat mir gefehlt, der war überhaupt nicht da. Auch als das Fleisch so probiert habe, hat es nach nichts geschmeckt, das hat mich gestört, aber grundlegend war es trotzdem lecker und wie gesagt, diese Vollmundigkeit, Umami-Charakter war da und ich gebe 6 von 10 Punkten für dieses Produkt und ich würde euch einfach ans Herz legen, das selber mal zu probieren. Sehr starke Worte von Holle, muss ich sagen. Sehr geiles Fazit. Ich habe jetzt extra nochmal die Kamera angemacht, mir egal, ob das Auto zu lang ist, weil mir eine Sache maximal am Herzen liegt und das ist folgendes. Mir ist einfach gerade mal aufgefallen, wie krank eigentlich so diese Essenswelt ist. Ne? Wie normal das eigentlich ist, dass ich euch folgendes sagen muss. Ich habe Rankings, in denen ich extra dazu sage, wie zum Beispiel mein Nicht-Self-Made-Döner-Ranking, wo ich dazu sagen muss, ich klammer bei diesem Ranking die Qualität komplett aus und bewerte nur den Geschmack. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Also das ist jetzt gar nicht speziell hier auf den Backdöner bezogen. Ich hau's einfach raus, was gerade ins Thema passt. Aber dass ich Bewertung raushauen muss, wo ich sagen muss, ich klammer die Qualität aus. So, das ist in sich so unlogisch, dass es für uns so normal geworden ist, Produkte zu essen, die ohne Geschmacksverstärker überhaupt nicht schmecken würden. Und wir da jeden möglichen Mist reinhauen müssen, damit man es essen kann. Da sollte man sich immer hinterfragen, was ich da gerade eigentlich esse. Ne? Und ein Produkt, was nur... Übrigens muss ich auch dazu sagen, Holle und ich, wir sind, was das Thema Essen und Einkaufen angeht,
eins zu eins auf einer Wellenlänge. Ich habe ja 2 Wochen bei Holle daheim gelebt, in seiner alten Wohnung in Buxtehude. Und da haben wir jeden Tag zusammen verbracht und so. Und da haben wir auch so Biomarkt-Touren gemacht. Wir sind vom Biomarkt zu Biomarkt, haben uns die angeschaut. Und wir ergötzen uns da beide daran so, boah, schau mal, was die hier für geile, die und die Produkte von Rapunzel haben. Und hier drüben eine geile Fleischtheke mit so nicen Cuts vom Biometzger. Und hier, boah, geil, schau mal da, dies, das. Boah, voll hochwertig hier und so. Und daran ergötzen wir uns halt. Ich glaube, da vertreten wir wahrscheinlich, was er jetzt sagt, denke ich, dass ich das wahrscheinlich auch unterschreiben würde, dass das halt diese Natürlichkeit und die Hochwertigkeit von einzelnen Rohstoffen halt das Beste ist, was er machen kann. Es ist natürlich im Endeffekt auch alles eine Frage des Preises. Wenn du jetzt was Günstigeres nimmst, was vielleicht mehr so Abschnitte sind vom Hähnchen, was jetzt vielleicht günstiger ist, nimmst jetzt irgendwie Separatorenfleisch, machst daraus irgendeinen Hackspießdöner, der einfach nur so ein Matschebrei ist, wo ein bisschen Mehl und Eis runtergemischt wird, dann haust du Geschmacksverstärker rein und Salz und ein bisschen Zucker und Fett und dann schmeckt es halt, du kannst es nicht definieren, nach was es schmeckt, aber es schmeckt halt irgendwie einfach geil, weil das halt dein Hirn darauf anspringt aus dieser Kombination aus süß, salzig, fettig. So, das ist halt so in einer gewissen Dosierung, wenn man das im richtigen Mischverhältnis macht, macht es süchtig wie eine Droge. Und das kannst du in jedes Lebensmittel reinhauen und du wirst sagen, ey, das schmeckt jetzt irgendwie ganz geil. Deswegen machen ja auch so viele Leute Maggi auf irgendwelche Sachen drauf. Sowas gab es bei mir daheim noch nie. Also ich glaube, meine Mutter hatte das ein paar Mal, aber die hat es nie wirklich benutzt. Wir haben sowas überhaupt nicht, gar nichts. Kein Fondor, kein Maggi, also ich kann mir nicht vorstellen, sowas in meiner Küche zu benutzen. Schmeckt, weil 1000 Sachen drin sind und sonst nicht schmecken kann kein gutes Produkt sein. Das muss man immer dazu sagen. Ich sage immer so, und wie gesagt, es ist nicht hier auf dieses Produkt jetzt bezogen heute. Es ist nicht mehr als ein Stück Scheiße, ich muss es so sagen, mit einer Schleife drum und Goldstaub drauf. Aber die Schleife und der Goldstaub machen das Ganze nicht zum guten Produkt. So viel dazu. Manchmal muss auch Real Talk sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir zu meiner Meinung jetzt am Schluss ein Feedback da lasst und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meine Meinung teilt. Kuss. Stopp. Wollen wir meine Meinung teilen? Warum muss ich die Qualität ausklammern und bewerte sie nicht in allen Kategorien? Ganz einfach, in den meisten Bereichen, in denen ich teste, insbesondere bei Döner, wäre es unmöglich, sinnvolle Tests durchzuführen, wenn ich die Qualität immer mit einbeziehe. Ich wüsste schon vor jedem Test, dass ich das Produkt zu 99% schlecht bewerten würde. So wäre faire Tests eines Gastronomen gegenüber unmöglich. Ich möchte unvoreingenommen bewerten, daher bleibt mir in der heutigen Zeit leider nichts anderes übrig, als in vielen Bereichen die Qualität auszuklammern. Ich verstehe, was er meint. Er meint halt einfach so, er kann halt jetzt, wenn er einen Döner beißt, dann ist halt schwierig zu sagen, ich glaube, da waren jetzt Geschmacksverstärker drin und deswegen muss ich jetzt die Qualität hier runterschrauben und dies und das und bla und deswegen gibt es jetzt hier ein schlechteres Ranking, sondern er muss halt einfach reinbeißen und sagen, es schmeckt oder es schmeckt nicht und es schmeckt sehr gut oder es schmeckt nicht sehr gut und die Konsistenz ist vielleicht geil und was weiß ich und bla. Diese Sachen, die du halt zweifelsfrei so beim Essen spürst, merkst. Alles andere ist halt mehr Theorie und Unterstellung. Kuss für alle, die noch kein Abo dagelassen haben. Jetzt der richtige Zeitpunkt und natürlich auch einen Daumen oben knallen lassen. Dann sage ich vielen Dank für alles und Kuss. Holle, der Ehrenmann. Kuss geht raus, mein Lieber. Einfach ein geiler Typ. Immer wieder eine Freude, das zu sehen. Fazit, wer sich für 7 Euro das holt, statt zu einem Döner zu gehen, läuft am Leben vorbei. Sehe ich genauso, Alter. 6,90 € für einen Tiefkühldöner zu zahlen, ist wie 14,90 € für eine Tiefkühlpizza. Sehr guter Vergleich. Sehr, sehr guter Vergleich. Wäre auf jeden Fall, ja, hier auch. Er schreibt, 4 Euro wäre okay. Das ist überteuert. Ja, kauft das am besten nicht. Lass das einfach. Ich glaube, das kauft sich auch kein Mensch. Niemand kauft das. Was will man damit? Aber geiles Video gewesen. Dankeschön, Holle, dafür. Kuss geht raus. Schaut gerne eben vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, Leute. Over and out. Ciao.